Hallo, ich war bei meinen Eltern wieder mal im Urlaub und da stellen wir ja immer die Wildkamera auf, um zu wissen, was passiert in der Nacht, was läuft hier alles in der Nacht so rum. Und da haben wir auch wieder den Waschbären vor die Kamera bekommen. Also hier leben nicht bloß die Waschbären im Tierpark, sondern auch im Freien, ums Haus rum. Tagsüber merkt man überhaupt nichts von den Tieren. Man würde es nachts auch nichts merken, wenn man gerade die Kamera eben aufgestellt hätte. Sie machen keinen Schaden, denn sie kriegen hier ja lecker Essen. Und das ist hier keine Anfütterung für den Waschbären, sondern das sind die Teller für die Katze. Das ist Katzenfutter. Meine Eltern haben eine Katze vererbt bekommen, die nur draußen lebt, also nur ein Freigänger, die kann man nicht einsperren. Und diese Katze bekommt draußen ihr Futter und die ist schon so verwöhnt, dass die das auch nicht groß frisst. Sie fängt ja auch Mäuse. Und jede Nacht kommt der Waschbär, frisst erstmal den Teller hier ab, leckt den blitzblank. Am nächsten Morgen ist nichts mehr von dem Futter zu sehen. Die Teller sind sauber und die Katze kann natürlich wieder frisches Futter abfassen. Also ganz geschickt für die Katze. Waschbären fressen den Teller blitzblank, die Reste. Und die Katze bekommt immer jeden Tag ihr frisches Futter. Ist doch super. Und wie gesagt, die Waschbären machen keinen Schaden. Man merkt überhaupt nichts tagsüber von denen. Nur eben, wenn man in der Nacht mal die Kamera aufstellt, dass man sie zu Gesicht bekommt. Ist doch eigentlich ganz interessant. Wenn sie einem nichts machen, keinen Schaden machen, alles super. Und die Katze, die profitiert davon. Immer frisches Futter. Ist auch mal nett, die so in Aktion zu sehen, die Waschbären, wenn sie nicht in Gefangenschaft sind. Sind eigentlich auch putzige, süße Tierchen. Also kein Fuchs, kein Marder vor der Kamera, sondern hier lebt der Waschbär. Ein bisschen größeres Kätzchen, wollte ich sagen. Ist niedlich, wie der mit den Händen da hantiert. Warum man natürlich immer so die Lefze hochzieht, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus mit den Geflogenheiten von den Waschbären. Sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Aber trotzdem niedlich anzuschauen. Manchmal guckt er hier in den Stein. Und dann ist er wieder weg. Und das wollte ich euch mal zeigen, mal was anderes außer Meerschweinchen, der Waschbär in der Freiheit. Und mit dem sage ich Tschüss. Und der Waschbär ist ja schon weg. Und Tschüss.